damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr könnt vielleicht schon erahnen, um was es heute geht. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video so gut hört. Auf jeden Fall lässt das Schläge des Todes. Und ja, das soll heute so ein bisschen unser Thema sein. Wie erzeuge ich mit dem Motorrad diese Fehlzündung 7000 abtouren lassen? Und ich glaube, das hat man jetzt gehört. Ja, auf jeden Fall, viele haben mich gefragt, weil sie es in den Videos gehört haben, dass mein Motorrad ab und zu Fehlzündungen hat und irgendwelche lustigen Schläge lässt, wie man denn diese Schläge provozieren kann, diese Fehlzündungen provozieren kann. Und ja, ist eigentlich relativ simpel, zumindest bei vielen Motorrädern. Ich weiß, es funktioniert nicht bei allen, aber einige Motorräder haben doch dieses nette Feature, dass es funktioniert. Jetzt haben wir Autos hinter uns, jetzt ist es ein bisschen blöd, das zu machen. Wir machen es aber gleich nochmal. Also grundsätzlich, bei meinem Moped ist es erstmal egal, ob der Krümmer warm oder kalt ist. Es funktioniert eigentlich in beiden Zuständen. Am besten bei den meisten Motorrädern geht es aber, wenn der Krümmer so richtig knallenheiß ist. Das heißt, wenn ihr vorher ein bisschen Überland gefahren seid, und ja, dann lässt sich es eigentlich am besten knallen. Ja, warum knallt der Auspuff überhaupt? Ist relativ simpel. Euer Motor spritzt Benzin ein. Wenn ihr vom Gas geht, spritzt da kein Benzin mehr ein oder nur so viel ein, dass er den Motor irgendwie am Leben erhält. Und man muss jetzt dafür sorgen, dass der Motor mehr Sprit einspritzt, als er überhaupt am Verbrennen ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich schau mal, der will jetzt hoffentlich nicht dahin, wo wir hinfahren. Ansonsten ja, lassen wir den gleich kurz vorbei, dann können wir ein bisschen lockerer fahren. Also, wie gesagt, wir müssen mehr Sprit einspritzen, als verbrannt wird, sodass unverbranntes Benzin irgendwie in den Krümmer gelangt. Und sobald unverbranntes Benzin im Krümmer ist, passiert das hier. Funktioniert nicht immer. Ah, jetzt hat das automatisch gemacht. Manchmal macht das auch einfach so, von ganz alleine, ohne mein wirkliches Zutun. Achtung. Zack. Manchmal ein bisschen lauter, manchmal ein bisschen leiser. Ja, und wie gesagt, wie provozieren wir das? Ist einfach, wenn ihr jetzt mal auf meinen Gasgriff schaut, ich habe hier so ein bisschen Spiel. Wenn ich hier leicht am Gas spiele, dann macht mein Motorrad eigentlich noch gar nichts. Und erst, wenn ich den Regler ein bisschen weiter drehe, also den Gasgriff weiter als das hier drehe, dann fängt er überhaupt mal an, irgendwas zu machen. Hinter uns ist freie Bahn. So, also wenn wir unseren Krümmer warm gefahren haben, dann geben wir erstmal Gas. Wir geben ein bisschen Gas und gehen dann schlagartig vom Gas runter. Jetzt schaut, was ich mit meinem Gas mache. Ich spiele so ein bisschen hin und her. Wir geben Gas. Das heißt, wir spielen so mit diesem Moment. So, jetzt fahren wir gleich mal kurz da hoch auf den Schotter, machen wieder ein bisschen Grenzgänger-Style. Also, ihr müsst grundsätzlich erstmal, wenn ihr Gas gegeben habt, am besten funktioniert es meistens im ersten Gang. Das heißt, ihr geht in den ersten Gang, ihr beschleunigt einfach mal, sobald der Krümmer warm ist, bis 50, 60, irgendwas um den Dreh. Und ja, das macht ihr relativ zügig am besten. Das heißt, ihr gebt viel Gas und dadurch sorgt ihr dafür, dass... Oh, wartet mal, ich mach mal den Helm ein bisschen auf. Oh. Dadurch sorgt ihr dafür, dass bei Vollgas viel Sprit eingespritzt wird. Und wenn ihr dann schlagartig vom Gas runtergeht, dann ist ja die Einspritzung nicht sofort weg. Das heißt, er spritzt trotzdem noch mal ein bisschen ein, obwohl das Moped das Ganze gar nicht mehr in Vortrieb verwandelt. Wenn ihr jetzt hier mit diesem kleinen Gasweg spielt, merkt ihr? Ich habe hier so ein ganz leichtes Spiel und irgendwo fängt er dann an, ich weiß nicht, ob man sieht, leichtes Gas zu erhöhen. Und wenn ihr genau diesen Punkt trefft, das ist so ein Punkt, an dem das Motorrad zwar schon wieder frischen Sprit einspritzt, das Ganze aber gar nicht in Vortrieb umwandelt. Das heißt, das meiste landet einfach unverbrannt direkt wieder im Krümmer und dort kann es sich entzünden. Das heißt, wenn ihr beim Abtouren, wenn ihr
ich sag mal, 60, 70 im ersten Gang gefahren seid, kommt ein bisschen aufs Moped an, bei einer 125er vielleicht ein bisschen schwierig, aber jetzt bei einer großen 600er oder 1000er oder was weiß ich, erster Gang bis 50, 60, 70 irgendwo in dem Dreh beschleunigen. Dann vom Gas gehen und während ihr vom Gas geht, einfach ganz leicht in dem Bereich spielen, wo sie noch kein Gas annimmt, aber schon wieder einspritzt. Und wenn ihr dann einfach mal diesen Punkt findet und haltet das Gas dort, dann hört man so ein Bob-Bob-Bob-Bob-Bob-Bob-Bob die ganze Zeit. Und wenn man da so ein bisschen hin und her spielt, ganz locker, dann spritzt sie manchmal was ein und wieder nicht und wieder ein und wieder nicht. Und ja, mit etwas Glück trefft ihr dann genau den Punkt, an dem es diese Schläge lässt. Und bei einem Sportauspuff kann es halt sein, dass das Ganze auch passiert, ohne dass ihr ja da irgendwie spielen müsst, sondern dass es einfach beim Abtouren passiert, wie es bei meiner ist. Also wenn meine richtig schön warm ist, dann klappt das beim Abtouren von ganz alleine. Also wie gesagt, anfahren, Gas geben, das ist schlagartig wieder vom Gas runtergehen und dann in diesem Bereich spielen, in dem sie gerade kein Gas annimmt, also dieser Bereich, in dem sie zwar schon einspritzt, das Ganze aber noch nicht in Vortrieb verwandelt, da einfach ein bisschen spielen und ja, dann knallt das Moped eigentlich schon von ganz alleine. Das ist der ganze Trick dahinter. Es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, ja, die Zündung manuell irgendwie zu unterbrechen oder so. Bei Einspritzern könnt ihr zum Beispiel auch kurz die Zündung hier abschalten. Das heißt, mit diesem Killschalter einfach kurz ausmachen, kurz warten und wieder anschalten. In der Zeit wird aus dem Vergaser Benzin eingespritzt und das verbrennt dann auch, beziehungsweise knallt dann im Krümmer. In diesem Sinne, so einfach ist es eigentlich, eure Nachbarn zu ärgern. Ich glaube, das war eine Fehlzündung des Todes. Innerorts immer sehr, sehr schön anzuwenden. Ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ihr Fehlzündungen des Todes bekommt oder wie ihr das Ganze so ein bisschen provozieren könnt. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen dicken blauen Daumen da, abonniert den Kanal für mehr Videos. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch was. Ciao, bis dahin.